Banker verzockt 8 Millionen Euro Kundengeld im Casino. Schade. Das menschenverachtende System hat ihn angeblich spielsüchtig gemacht. Was sagst du dazu? Ist erstmal Quatsch. Ja. Das menschenverachtende System. Oh, ich habe ein Thema, aber das ist ein ernstes Thema. Was da wäre? Da hat sich doch die, Gott, wie heißt sie? Hannah. Die hat sich doch selbst umgebracht. Die kam aus Großbritannien. Und zwar wurde die gemobbt über Ask und Facebook und also Cybermobbing oder Cyberbullying heißt es ja eigentlich. Also ein recht ernstes Thema eigentlich. Wie geht man heutzutage mit Facebook um? Wie geht man heutzutage mit sozialen Netzwerken um? Wie geht man mit Cyberbullying um und so weiter und so fort? Mhm. Wurdest du schon mal gemobbt? Nö. Im Internet? Nö. Hast du schon mal mitbekommen, wie jemand gemobbt wurde? Ja, ständig. Ja, aber so richtig? Also so richtig heftig? Nö. Okay. Wieso, du? Nee, eigentlich auch nicht. Also alles, was man halt so mal mitbekommt, sind halt mal so ein paar Sprüche, aber ich meine, das sind alles Leute, die damit auch umgehen können, so, und die halt dann auch wissen, wie man damit umzugehen hat, sage ich mal. Aber ich stelle es mir wirklich schwierig vor, wenn irgendwie ein 14-, 15-jähriges Mädchen plötzlich so richtig krass zur Zielscheibe wird, dass halt wirklich mehrere Leute sie dann im Internet richtig runter machen und dann aufs Übelste beleidigen und dann im Real Life da auch nicht mehr Halt vorgemacht wird. Und da Gerüchte dann erzählt werden, die dann halt auch die Runde machen, die dann auch geglaubt werden, und da kann ich mir das echt vorstellen, dass das ein schwieriges Thema ist. Und zu einem richtigen Problem werden kann. Oben ist ein Enderman. Im ersten Stock. Okay. Warum lachst du? Ja, weil das jetzt thematisch gar nicht reingepasst hat. Hä, ich sehe hier gar keinen. Soll ich es rausschneiden aus der Aufnahme? Nee, aber ich sehe keinen. Ich nicht? Nee. Ja, es ist auf jeden Fall problematisch. Wobei es gibt auch inzwischen so viele Anlaufstellen für Jugendliche, wo sie sich dran wenden können, etc. etc. Ja, aber der muss, wenn sie so weit sind, dass sie den Schritt gehen, sich Hilfe zu suchen, dann ist es ja schon wieder fast gerettet, sage ich mal. Oder dann ist es ja schon wieder gut. Aber problematisch wird es doch bei den Leuten, die diesen Schritt gar nicht gehen. Weißt du, wie ich meine? Die halt nicht irgendwie zu ihren Eltern gehen oder zu Lehrern oder zu Beratungsstellen, sondern die versuchen das dann irgendwie selbst zu lösen, die dann am besten auch noch, keine Ahnung, ja, die damit nicht umgehen können und die sich dann am Ende noch umbringen deswegen. Das kommt ja immer häufiger vor, dass sich Jugendliche deswegen umbringen. Ja, das wird irgendwie zum Trend, das ist ganz komisch. Ich glaube nicht, dass es heutzutage viel schlimmer ist, mit den Möglichkeiten jemanden zu mobben. Photoshop, Facebook, Ask, wo dann auch noch anonym deine Dings stellen kannst. Dann hilft es wahrscheinlich auch nicht mehr einfach, nicht mehr online zu gehen, weil es wird halt trotzdem gemacht. Ja gut, aber du kannst die Fragen, die bei Ask gestellt werden, kannst du nicht öffentlich stellen. Ja. Ja, stimmt auch. Sag mir mal vier Sachen, die du im Nether findest. Glowstone wohl noch. Glowstone, so, jetzt habe ich das. Seelensand. Habe ich schon. Insider. Kaktussen. Kaktussen. Hier sind meine Kaktussen. Aber Babbitz, das heißt doch Kakteen. Ja. Halt den Mund. Geh weg. Hallo, bist du doof? Jetzt hat sogar verfaultes Fleisch seine eigene Kiste. Hallo? Dann kannst du endlich aus der Essenskiste raus. Check mal das Display. Richtig gut. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles benennen soll. So viele Kisten haben wir hier. Ich finde das gut. Wir müssen halt Doppeltruhe machen. Alles aus der sonstigen Kiste. Wow. Wow, was für ein Problem hast du, hä? Da, hat er sich das zu Problem dir rein? Ja.
Hat er sich zu dir rein teleportiert? Ja, wo ist dein scheiß Problem? Komm her, Affenjunge. Ohne Spaß. Schließlich nicht. Das sind alles Stasi-Leute meiner. Stasi? Und solange deine Jungs nicht aufhören, die gelben Säcke vor die Garage zu stellen. So lange kommen die Jungs. So. Ich will ein Virtual Event spielen. Das will ich machen. Das ist so ein kleines Kaninchen. Stimmt. Das macht gar keine Arbeit. Ordentliche Felder hier, ne? Wer hat's gemacht? Ricola. Wer hat's erfunden? Oh, okay. Ich nicht. Entschuldigung. So, die sonstige Kiste kommt jetzt weg. Und da kommt jetzt Knochenmehl. So. Knochenmehl. Oh, Server saved the world. Ja. Krasser Scheiß. So, ich tue jetzt einfach mal alle Federn in die Enchant-Kiste mit rein. Eine was? Ich tue jetzt alle Federn in die Enchant-Kiste mit rein. Denn da die Federn? Warum nicht? Was hat die Federn damit zu tun? Eigentlich, nee, warte mal. Die Enchant-Kiste benenne ich mal um zur Schreibzeug-Kiste, weil da sind ja nur Bücher und etc. drin. Warte mal. Ja, aber die Federn würde ich in eine Federkiste machen. Ja, das kommt alles in Schreibzeug. Warum? Wir haben doch sowieso so viel Truhen. Soll ich jetzt wirklich eine Buchkiste, eine Buch- und Federkiste, eine Papierkiste und eine Federkiste machen? Ja. Wenn wir jetzt sowieso so viele haben, ja. Suchst du dich nachher dumm und dusselig. Naja, irgendwann kennt sich aus. Buch und Federn. Feder. So, okay. Alles klar. Enchant-Zeug. Mach jetzt mal nichts rein, sondern gehen wir hier auf die andere Seite. Dann machen wir hier jetzt Federn. Federn. Bücher. Ey, ein Enderman hat uns Erde geklaut. Arschloch. Federn. Papier. So. Spinnenaugen. Kaktusse. Kaktussen. Das ist ein bisschen chinesisch an. Kaktussen. Das sind so eine Kaktussen, ne? Ja. Meine Fresse. Slimeball. So, ich habe da noch Knochen, die habe ich vergessen. Alter, das ist bestimmt die langweiligste Folge ever, ey. Ich bin hier nur am sortieren. Mach doch nichts. Wo ich jetzt verfaultes Fleisch, verfaultes Fleisch. Hier habe ich verfaultes Fleisch. Wir brauchen übrigens noch eine Rüstungstruhe. Mache ich jetzt sofort. Rüstungen. So. Okay. Ich kann ja eine Kiste für Kisten machen. Jetzt muss ich mich erstmal schon wieder zurechtfinden hier. Kisten. Noch dann kommt da. Eine Kiste rein. Sand. Wir haben jetzt eine verfaulte Fleischstruhe. Ja, haben wir. Okay. Zack,
zack, zack, zack, zack. So, das nochmal im Ordnen. Oakwood, Junglewood. Jungle Planks, Oak, okay. Wie wär's mit einer Pilztruhe? Mit einer Pilztruhe? Oder ist das auch Nahrung? Pilz ist auch nicht Nahrung. Ich will zugucken, ich will zugucken, ich will zugucken, ich will zugucken. Ach da. Alter, wie geil, haben wir viel verfaultes Fleisch, ey. Ja, durch die Schwerter. So, hier habe ich noch. Oh, warte mal, hier, Tintensack. Inksack habe ich noch hier. Die Steinverarbeitungstruhe können wir auch aufsplitten, irgendwie in Lehm, in Ziegel, in was weiß ich. Oh. Ziegeltruhe und so. Was ist das denn? Krass. Du, ich glaube, wir müssen dann auch langsam eine Aufnahmepause machen. Wir müssen noch andere Folgen aufnehmen. Stimmt. Dann schaffen wir das alles nicht mehr. Wieso nicht? Ja, weil ich will irgendwann nochmal schlafen gehen. Was? Schlafen? So, 4.19 Uhr. Wird bald hell draußen. Was? Hell? Boah, ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Ich mach die Nacht durch und gehe dann wieder in die Nachtschicht rein. Scheißegal. YOLO, ey. Spaß. YOLO, ist weg, Hipster. Dreieck. Okay, pass auf, dann setzt die Aufnahme beenden und dann machen wir gleich Community und so. Community? Ja! Quasi? Community folgen, Community Server. Okay, gut. Aber das Lager hat sich ja schon schön entwickelt, ne, Jungs? Ja, das war eine gute Lagerfolge. Da haben wir mal endlich mal ein bisschen was fürs Lager gemacht. Ja, und ich finde das auch gar nicht verkehrt. Ich habe das Lager richtig schön designt. Designiert. Und ich finde das von außen jetzt auch wieder ein bisschen besser durch den Balkon mit den Holzzäunen und so. Das passt. Gut, warte, dann würde ich sagen... Warte, bleib stehen. Schwebt das Schild. Hallo. Hallo. Mein Schild. Mist. Okay, gut. Dann auf wieder. Tschüss. Und in der nächsten Folge wird es mal wieder ein bisschen spannender oder so. Mal sehen. Wir machen da wieder was Cooles. Ja, mal gucken, was Cooles machen. Ja, sehen wir dann. Was sehen wir dann? So, und wir nehmen jetzt schön Community auf. Das heißt, morgen, also ihr seht die Folge sowieso irgendwann anders. Das heißt, da ist die Community-Folge schon längst raus. Egal. Ja, also, ne? Jeden Montag 15 Uhr. Bis daher. Ja, natürlich. Haut rein. Alles klar, haut rein. Und wieder tschüss. Ciao. Tschüdelü.